Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lenz TV. Natürlich mal wieder. Heute ein bisschen grünere Hintergrundkulisse. Und ja, unser SK Sturm ist ja eigentlich mitten in der Vorbereitung für die kommende Spielzeit. Christian Ilzer, der neue Chefcoach, ist ja vor ein paar Tagen jetzt offiziell auch vorgestellt worden. Und ehrlich gesagt, gefallen mir die Ansätze. Das war eigentlich vorher schon klar. Aber dass er eben einen aktiven Fußball haben will, dass Sturm quasi, hat es glaube ich jetzt nicht 1-1 so formuliert, aber dass Sturm schon seinen Namen da alle Ehre machen möchte, ist glaube ich nachvollziehbar. Das wünschen sich, denke ich, die meisten Fans auch. Eben der Sturm selber eben das Heft des Handelns in die Hand nimmt und halt auf dem Feld selber aktiv wird, also schon auch früh anpresst und den Ball ja relativ direkt in die Spitze dann auch manövriert. Also ich glaube, ja, es könnte interessant werden, was wir denn da auf dem Platz dann zu sehen bekommen. Auch sehr, sehr spannend im Moment zu beobachten, die ganzen Personalien, die ganzen möglichen Personalien. Also das eine ist mal, dass, obwohl es jetzt doch den großen Umbruch hier geben soll, dass doch der ein oder andere eben durch die Kooperation mit Kapfenberg den Verein jetzt wohl erstmal verlassen wird für die kommende Spielzeit, aber eben als Kooperationsspieler. Das bedeutet, der Spieler kann eigentlich jederzeit auch zurückgeholt werden. Beispielsweise Wilfried Amoa oder Dadan Shabanhajai. Also da sind zwei Junge, die wohl in Kapfenberg jetzt erstmal geparkt werden. Und ja, wenn sie sich dort dementsprechend gut präsentieren, werden sie auch vielleicht schon in dieser Saison auch Möglichkeiten haben, Sturm auch noch zu helfen. Auf jeden Fall wird da eben dementsprechend dann spekuliert, dass wenn zwei Junge den Abgang jetzt machen Richtung Kapfenberg, dass da natürlich auch was passieren wird. Also das eine Thema ist ja Röcher, Ingolstadt, Ablöse. Ich sage ganz ehrlich, lass mal das Thema lieber, obwohl Röcher wirklich seinen Dienst geleistet hat bei Sturm. Das würde ich schon behaupten. Da wird beispielsweise jetzt drauf spekuliert, also das Preis-Leistungs-Verhältnis auch in Bezug auf sein Alter, schon auch gleich 30, verstehe ich da, dass man da eher vielleicht davon Abstand nimmt, oder ich würde es verstehen. Und da ist jetzt eben Kuhn vom SV Mattersburg im Gespräch, nicht nur Kuhn, da gab es ja oder gibt es auch das Gerücht, glaube ich, immer noch mit Andreas Gruber. Der hat ja, muss man sagen, in Mattersburg eine sehr ordentliche Spielzeit hingelegt, ist dort absoluter Leistungsträger. Sturm hat ihn ja unter anderem auch ausgebildet, die ominöse Geschichte da mit seinem Finger. Klar, erwähne ich selber auch immer wieder. Prinzipiell, okay, hätte ich mir natürlich gedacht gehabt, okay, Gruber muss jetzt vielleicht nicht sein. Da sind natürlich andere Clubs auch noch dran. Ich glaube, was war da? Rapid, LASK, Bielefeld, keine Ahnung, wer noch. Also es ist jetzt nicht unbedingt davon auszugehen, dass er sich für Sturm auch entscheiden würde. Charakterlich, wie gesagt, jeder macht mal Fehler, war natürlich auch damals noch ein junger Spieler. Da gehe ich mal davon aus, wird er wohl dazugelernt haben, dass man ja nicht quasi in die Hand beißt, die einen füttert, also sprich die zahlenden Zuschauer, wenn die quasi die Mannschaft kritisieren, damals auch völlig zu Recht in der Phase. Ich glaube, das war so 2015 herum, wo das Ganze passiert ist. Aber auf jeden Fall gibt es bei Sturm im Moment doch einiges, wo spekuliert wird. Ich würde ja auch sagen, ein Rechtsverteidiger ist immer noch ein heißes Thema. Da gab es ja oder gibt es das Gerücht um Ingolitsch von St. Pölten. Ich würde eigentlich auch sagen, das würde gar nicht mal so schlecht passen, könnte ich mir gut vorstellen. Ich glaube, der Vertrag läuft ja aus oder ist eigentlich ausgelaufen. Also von dem mal gucken, ob sich da irgendwie noch was tut. Dann wird natürlich auch spannend zu beobachten sein, was für ein System wird gespielt unter Christian Ilzer. Also die Ausrichtung soll ja schon mal deutlich offensiver sein. Im Verhältnis zu El Maestro bin ich mir da ziemlich sicher, denn da lag die Messlatte auch sehr niedrig. Aber ja, ob es dann wirklich, also es wird ja schon auf ein 4-3-3 spekuliert, das wäre schon sehr spannend. Also das habe ich bei Sturm, glaube ich, ich will nicht übertreiben, aber das habe ich, glaube ich, sehr, 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 sehr lang nicht mehr gesehen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob hat Hybala vielleicht damals ein 4-3-3 gespielt? Ich weiß es nicht mehr. Oder ich glaube, das war auch ein 4-2-3-1 mit Sukuta Paso in der Spitze. Genau. Aber auf jeden Fall, ja, könnten wir tatsächlich einen offensiven SK Sturm erleben? Da wäre ich schon zufrieden. Würde mir schon reichen. Sportlich ist sowieso furzegal. Nicht absteigen und mit dem Abstieg nichts zu tun haben, würde ich mal sagen.
ob man jetzt dann Fünfter am Schluss ist oder was weiß ich, dann Siebter, Achter, eigentlich wurscht. Eigentlich wurscht. Man will jetzt einfach mal Sturm sehen. Also da muss ja sowieso wirklich das Programm sein. Und apropos Sturm sehen, auch die neuen Trikots sind ja da. Also die neuen Dressen für die Spielzeit jetzt 2020/21 dann. Ich persönlich, ja, finde also die Dressen, sie sind jetzt nicht schlecht, sie sind auch nicht hässlich. Die Heimdressen, okay, ich finde, man hätte es vielleicht ein bisschen, wenn ich jetzt meckern will, ein bisschen geschmackvoller machen können. Die Querstreifen da in der Nähe des Bauches. Ja, sieht nicht schlecht aus, man kann es tragen. Wir hatten aber schon, finde ich, jetzt sehenswertere Dressen, ist aber auch nicht weiter schlimm. Lieber, die Trikots sind vielleicht jetzt nicht unbedingt der größte Augenschmaus und dafür spielt die Mannschaft erfolgreich oder zumindest erfrischend. erfolgreich ist ja dann auch so ein bisschen Definitionssache. Aber ja, es wird interessant werden. Also wie gesagt, die Auswärtsdressen übrigens, ja, die finde ich am sehenswertesten, die schwarzen, also mit dem weißen Streifen. Die sehen ziemlich edel aus, die weißen mit dem Querstreifen, also mit dem seitlichen, ja, ist okay, ist nicht hässlich, aber gab schon schönere. Und der dritte Trikotsatz sieht eh fast immer gleich aus, also mit ein bisschen heller, also mit diesem hellblauen Stich, ist in Ordnung. Also man kann sich damit sicher sehen lassen und ja, wie gesagt, ist sowieso jetzt nicht die höchste Relevanz. Also wer sich heuer über die Trikots aufregt, der hat sowieso irgendwie die Themen ein bisschen verpasst, finde ich. Ja, also vor dem schauen wir halt, was da alles noch kommt. Es wird natürlich noch interessant zu beobachten, wie schaut das jetzt mit dem Abgängen aus. Gerüchte gibt es immer wieder. Mal gucken, was wirklich da noch alles kommt. Also es wird viel spekuliert, dann eben durch den Mattersburg-Skandal ja, da rund um Pucher, den Präsidenten von ihnen. Ja, da wird es doch interessant sein, ob da was da überhaupt noch alles rauskommt. Also das muss ja erstmal aufgearbeitet werden und da wird vielleicht der ein oder andere Mattersburger Kicker, deswegen glaube ich auch, wird da ein besonderes Augenmerk in die Richtung gelegt. Ja, da wird eben dann vielleicht ein oder andere Spieler mehr, dann auch ablösefrei einfach mal so zu holen sein, der vielleicht noch Vertrag hätte. Schau mal, was da wirklich passiert und was sich da noch alles herausstellt. Und ja, von dem her, guck mal, wie gesagt, einfach mal, was wir sportlich erleben. Ich bin aber eigentlich ganz positiv gestimmt. Eine Sache dann noch, die Abschlussbewertungen der abgelaufenen Saison. Vielleicht hat der ein oder andere da schon drauf gewartet. Ihr seid mir nicht böse, wenn ich euch einfach da meine Noten persönlich einblende. Also ich glaube, es wird den meisten auch so gehen. Die frisch abgelaufene Saison, die will ich einfach nur verdrängen. Also da war nicht viel Positives, auch bei einzelnen Akteuren sehr selten. Also deswegen, ich blende euch da einfach meine persönliche Bewertung ein, werde da diesmal nicht näher drauf eingehen. Ich hoffe, ihr habt da Verständnis dafür. Also ich bin einfach froh, wenn jetzt wirklich dann auch die abgelaufene Saison wirklich auch mental beendet werden kann und wir hoffentlich, ne, in der neuen Saison dann auch wieder, ja, ein schönes Stadionerlebnis haben. Das wird natürlich auch mit dem ganzen C-Punkt rundherum da zu tun haben. Da mein Appell nochmal an jeden, der zusieht, auch wenn es euch nicht passt, sorry. Aber bitte informiert euch zu dem Thema und glaubt nicht blind, was im Fernsehen oder in der Zeitung steht. Bitte. So viel dazu. Also einfach informieren. Und ja, guckt mal zum Beispiel nach Berlin, was dort abgeht und warum da so viel abgeht. Ne? Nur mal als Ansatz. Also, von dem her, ja, freue ich mich natürlich wie immer auf eure Kommentare. Ihr schreibt mir bitte gerne rein, was ihr euch für die kommende Spielzeit erwartet. Glaubt ihr, wird der SK Sturm eine bessere Performance hinlegen? Werden wir attraktiven Offensivfußball, ich will es ja nicht verschreien, da vielleicht zu sehen bekommen? Oder sehen wir El Maestro 2.0? Ich persönlich glaube, Letzteres wird nicht passieren. Und wie gesagt, die Ergebnisse für mich in erster Linie erstmal nur zweitrangig. Ich will da ein bisschen Spielfreude auf dem Feld haben, eine Richtung, eine klar erkennbare. Und ja, man hat ja das erste Mal seit Jahrzehnten ein steirisches, rein steirisches Trainermanagement, also ein rein steirisches Trainer-Duo, Trainer-Dribbel, also auf jeden Fall Trainerstab, so, das war das Wort, das mir nicht eingefallen ist. Also ihr wisst, was ich meine.
gucken wir mal, könnte für die Identifikation mit dem Club förderlich sein. Ilza scheint motiviert, scheint das Herz am rechten Fleck zu haben und ich wünsche Ihnen natürlich auch da nochmal alles Gute, dass unsere Blackies wieder in die Richtung hinführt, in der wir sie sehen wollen. Also von dem her war es das dann jetzt schon wieder von mir. Ich wünsche noch ein schönes Wochenende und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei der Lenz TV. In diesem Sinne, euer Elias, auf die Schwarzen! Und bis dann. Ciao, ciao.